Kölner Fortwerke GmbH schließt den Monat September 2009 mit einem Pkw-Marktanteil von 8% und 25.295 Pkw-Neuzulassungen ab. Ford hat im Vergleich zum Vorjahresmonat nun im September 2009 5.169 Pkw mehr zugelassen. Besonders beliebt bei den Kunden waren die Modelle Ford Fiesta und Ford Focus. Ford konnte eine Steigerung von 39,2% in den Zulassungen der ersten 9 Monate diesen Jahres verzeichnen und hat damit in der Zwischenbilanz die höchste Zuwachsrate unter den deutschen Herstellern. Die Beratungsgesellschaft PwC hat im Konzept des designierten Opel-Eigners Magna erhebliche Risiken ausgemacht und hält das Sanierungskonzept für nicht besonders robust. Es heißt, dass die Absatzplanung eine große Herausforderung darstelle und ein außerordentliches Risiko für Planverfehlung berge. Vom Urteil der Berater, die im Auftrag der Bundesregierung arbeiten, hängt nun ab, ob Staatshilfen an Opel fließen werden. Ein positives Fortführungsgutachten ist die Voraussetzung dafür. Grundsätzlich hält PwC den Plan aber für tragfähig. Mit diesem flinken Zweisitzer präsentiert die englische Kultmarke Mini, zeitgleich zum Mini-Coupé-Konzept, eine weitere freche Studie. Das Mini-Roadster-Konzept. Das Frontdesign des Briten stammt bis zur A-Säule unverändert vom Mini Cabrio. Im Heckbereich liegen die wahren neuen Designelemente. Neben einem Kofferraumdeckel wurden dem Roadster auch neu geformte Kotflügel mit chromumrandeten Rückleuchten im klassischen Mini-Stil spendiert. Ein weiterer Blickfang ist die neue Heckschürze mit integriertem Doppelrohrauspuff. Das Stoffdach lässt sich nur manuell öffnen und schließen. Beim Serienmodell, das für 2011 geplant ist, wird Mini aber um eine Elektrobetätigung sicher nicht drumherum kommen.